Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute wieder meine neuesten Favoriten zeigen. Diesmal habe ich wieder aus allen möglichen Bereichen welche rausgesucht. Und ich fange direkt an mit zwei Ledergoodies, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es zum einen diese kleine Tasche von der Marke Brie. Ich weiß gar nicht genau. Peinlich. Ich glaube Brie. Das ist ein Schlüsselanhänger, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich benutze den aber eigentlich vor allem als kleinen Geldbeutel, weil ich in letzter Zeit super viele so ganz winzig kleine Taschen benutze. Und dann kann man immer alles so Tetris-mäßig reinsorteren. Ich habe dann nur noch einen Karthalter und dieses Ding für mein irgendwie Kleingeld oder Haargummis oder Kopfschmerztabletten kann man alles reinmachen. Dann kann man es auch noch in der Tasche irgendwo befestigen, sodass man es immer rausziehen kann. Oder halt als Schlüsselanhänger. Finde ich mega praktisch. Zweites möchte ich euch dieses kleine Goodie zeigen. Und zwar ist es von NED. Das ist eine Marke aus München. Und das ist perfekt einfach jetzt für die Saison, wenn wieder die Sonnenbrillen gebraucht werden. So braucht man sie nicht suchen, weil man dieses Ding hier auch außen an der Tasche festmachen kann. Und das ist einfach so platschmann. Ich habe einfach noch nie irgendwas Vergleichbares gesehen. Also man kann eigentlich fast jedes Modell, außer vielleicht so riesengroße, da wird es vielleicht schwierig, aber sonst jedes Modell einfach so reinmachen. Dann hat es hier so einen Knopf und man kann es zumachen. Die Brillengläser sind geschützt. Ich finde es einfach, ist einfach so faszinierend, warum da noch nie jemand drauf gekommen ist. Ich finde es mega nice und sieht irgendwie cool aus. Man kann es in die Tasche stecken oder halt außen dranhängen. Das ist auf jeden Fall ein Favorit. Und jetzt, wenn die Sonne endlich wieder scheint, also im Moment, wenn ich das hier gerade aufnehme, hat es heute wieder geschneit in München. Es ist einfach April und schneit. Okay, aber bald scheint die Sonne wieder und dann ist es einfach perfekt. Deswegen ist es ein weiterer Favorit von mir. Und außerdem Support Your Locals. Das ist eine Münchner Marke. Deswegen mega nice. Dann habe ich habe alles, was ich euch zeige, habe ich euch auf dem Blog auch nochmal ganz ordentlich aufgeschrieben und noch ein bisschen mehr dazu erklärt. Und wo ihr das bekommen könnt. Und als nächstes wollte ich euch diese mega schönen Ringe zeigen. Ich war irgendwie super lange nicht mehr bei And Other Stories, weil ich, also bei uns in München ist es in der Sendlinger Straße, die ist so ein bisschen, also es gibt so, München ist irgendwie nicht so komprimiert, dass man sagen kann, so eine Stelle ist Innenstadt fertig, sondern ich finde, es ist alles so ein bisschen verteilt und dann gibt es die Filiale immer nur einmal an der einen Stelle, dann gibt es irgendwas anderes wieder voll an der anderen Stelle. Auf jeden Fall war ich ewig nicht mehr da und jetzt war ich da und ich hätte wirklich alles kaufen können, den ganzen Laden, vor allem beim Schmuck. So viele schöne Sachen. Vor allem, wer so filigranen Schmuck mag, ist da genau an der richtigen Stelle. Ich trage ja ungefähr seit 4 Jahren oder was weiß ich wie lange diesen ganz filigranen Ring von Tiffany's. Der ist super schön. Der ist halt aus echtem Silber und die sind leider aus Messing. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob die Farbe so erhalten bleibt, weil ich finde es halt super schade, immer wenn man sich so total schöne Sachen kauft und die immer tragen will und die dann, also es sind halt eigentlich auch so ideale Teile, um sie jeden Tag zu tragen. Und wenn die sich dann verfärben, ich weiß nicht genau, wie es bei den Ringen von And Other Stories ist, aber da werde ich euch im Falle des Falles noch von berichten. Aber optisch sind die auf jeden Fall so mega schön, vor allem der hier. Ich überlege auch wirklich, den bei meiner Hochzeit anzuziehen, weil der so elfenhaft und filigran und einfach wunderschönes Design. Ich bin so mega begeistert. Ich verlinke den euch auch auf jeden Fall. Den gibt es noch, ich glaube, die kosten so 15 Euro und der hier, glaube ich, war ein bisschen günstiger, 10 Euro oder so. Einfach war richtig schön. Richtig, richtig schön. Ich bin super begeistert. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch zwei Beauty-Favoriten zeigen. Und zwar ist es zum einen dieses Lippenpeeling von Lush. Auch bei Lush habe ich mir schon super lange nichts mehr gekauft. Ich habe mir auch direkt noch so eine mega schöne Badebombe gekauft, die irgendwie, ich werde sie testen, aber da sollen angeblich so Rosen raussprudeln und sie riecht super lecker. Ich habe das Gefühl, das ganze Bad riecht schon danach, nur weil sie einfach nur da drinnen steht. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, sie zu testen. Und dann habe ich mir noch dieses Lippenpeeling mitgenommen, von dem ich schon so viel gehört habe. Und ich habe es auch getestet. Und es ist halt einfach super praktisch für matte Lippenstifte. Bevor ihr die drauf tragen wollt, ist es eigentlich immer gut, wenn ihr euch vorher die Lippen peelt und dann noch einen Lippenpflegestift drauf macht, bevor ihr die Matten benutzt. Weil die ja meistens sehr austrocknen. Oder wenn ihr Liquid Lipsticks benutzen wollt, ist es auch ideal. Und die haben zwei neue Düfte. Das ist einmal hier Honey, was ich genommen habe, und Chocolate. Ich finde, bei Lush ist manchmal so ein bisschen das Problem, dass die einfach alles ein bisschen zu krass riecht. Das mag ich irgendwie nicht so gerne, aber dieses Honey, das riecht, warte, ich beschreibe es euch. Es riecht so schon wie Honig, aber irgendwie noch wie irgendwas zusätzlich Süßes. Es kann auch sein, dass ich mir das einbilde und
eben so ein Hauch Minze, aber nicht penetrant. Also das war wirklich mein absoluter Favorit. Sie haben noch neu Chocolate und dann haben sie noch so ein Standardsortiment. Ich glaube, es ist Hubba Bubba, das war gar nicht mein. Und noch zwei andere Sachen. Popcorn und, habe ich vergessen, irgendwas anderes. Aber das war auf jeden Fall mein Favorit und kostet, glaube ich, 8 Euro oder sowas. Deswegen, ja, finde ich super praktisch und sehr schön. Riecht gut. Meine Empfehlung. Zu guter Letzt von Clinique. Diesen Stift, den habe ich auch schon etwas länger und den habe ich eigentlich immer in der Tasche. Und ich muss sagen, dass der super praktisch ist. Und ihr könnt es auch zum Beispiel mit auf Reisen nehmen, im Flieger oder es halt einfach nicht flüssig ist, sondern so ein chubby Stick. Deswegen, diesen Stick kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sehr praktisch, schöne Farbe. Ihr müsst natürlich gucken, was eure Farbe ist. Aber ich bekomme so oft Fragen zu hellen Hauttypen, weil das Problem scheinbar viele haben. Und da kann ich euch den hier ans Herz legen. Und was ich hier irgendwie auch gut finde, ist, dass er so eine Frische verleiht. Weil das irgendwie so ein leicht rötlicher Ton ist. Da müsst ihr natürlich auch das in eurer Haut schon haben. Aber ich habe gemerkt, dass so Ivory-Sachen total gut, also irgendwie gut zu meiner hellen Haut passen, weil sie noch so eine Frische machen. Weil ganz oft ist es so, dass diese hellen Farbtöne sowas Leichenartiges und sowas, wie kann man das sagen, sie sehen einfach dann immer so grau und matt irgendwie so aus. Und deswegen finde ich das total schön, wenn es in so eine Ivory-Richtung geht, weil ich das Gefühl habe, dass es dann noch so ein bisschen rötlicher ist. So ein bisschen rötlicher Touch, der einem wenigstens ein bisschen mehr Frische auf so blasse Haut zaubert. Deswegen den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das waren meine Tipps. Mehr Informationen zu meinen Favoriten findet ihr auf dem Blog. Ich verlinke euch das alles und dann sehen wir uns das nächste Mal. Dann sehen wir uns das nächste Mal und lasst mir auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr Lust habt, auch einen Kommentar und vielleicht auch irgendeine Idee, was ihr noch als Video sehen wollt. Und dann freue ich mich. Bis dann. Yeah, it's Kickbox Big Drew. So we do it to you.